What's up, liebe YouTube-Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Und ich habe mir gedacht, heute mal wieder als Killer unterwegs, da ich es schon sehr lange nicht mehr gemacht habe. Und leider sehe ich gerade, dass hier nur 3 Leute ins Spiel gekommen sind. Das ist ziemlich schade. Da sehe ich auch schon jemanden. Das ist leider wirklich schon sehr schade, Freunde, dass wir hier nur 3 haben. Aber okay. Jo, ich habe wieder ein wenig Killerspielen angefangen seit dem neuen Rangsystem. Einfach weil ich mir gedacht habe, ist schon so lange her, als ich Killer gespielt habe. Und habe dann mal wieder gestartet, sollte auch mal wieder ein bisschen üben, habe auch wieder Bock drauf. Habe bei Rang 19 gestartet. Momentan bin ich auf Rang 14, wenn ich mich nicht irre. Und jo, werde das wieder ein klein wenig machen, aber jetzt nicht komplett intensiv, das nicht. Darauf habe ich jetzt auch nicht so Bock, muss ich sagen, so extrem intensiv zu zocken. Wo ist denn der hin? Wo ist denn der hin, Freunde? Aber auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich hoffe, ihr habt Bock hier auf Killerrunden. Bin das auf jeden Fall gar nicht gewöhnt, hier Killer zu spielen und dann zu reden. Ich glaube, das fällt mir sogar schwer. Momentan denke ich mir das auf jeden Fall, dass es nicht so einfach ist. Ich möchte hier eigentlich jetzt nicht komplett tryharden, da es ja doch nur 3 Leute sind. Ja, endlich wurde runtergeholt hier. Und es wäre schon ziemlich mies. Was machst du da? Ja? Also solche Spielchen müssen ja nicht sein. Ne? Muss das sein? David? David? Twitch TV? Hm? Streamer? Ja? Also wie gesagt, ich möchte nicht komplett tryharden. Muss nicht sein. Aber der gehört natürlich aufgehangen. Ja, was habe ich denn mit? Die sind alle in der Nähe. Warum weiß ich das? Weil ich natürlich Barbecue and Chili hier eingepackt habe. Und dadurch weiß ich natürlich, dass die hier in der Nähe sind. Mädchen, warum hast du dich nicht geheilt? Hm? Warum hast du denn dich nicht geheilt? Was soll denn das? Ich weiß es ja auch nicht. Ruin habe ich hier auf jeden Fall drauf. Ich habe beständig als Perk hier mit eingepackt. Okay, wird das runtergeholt. Passt, dann hängen wir dich hier auf. Bist du selber schuld? Oder ich nehme dich hier gleich auf, an den Haken. Und ich habe Spione des Schattens auf Billy. Ja, ich habe hier nicht wirklich viele Perks. Und deswegen sind halt diese Perks so die, die ich mir gedacht habe, nehme ich einfach mal mit. Ja, die anderen zahlen jetzt hier. Oh. Wirft hier wirklich die Palette um, okay. Hätte ich mir ja gar nicht gedacht, dass sie das macht. Aber wir haben sie ja schon, ne? Wir haben sie ja schon. Aber wir merken uns, sie wirft schnell. Wollte nämlich nur ein bisschen antäuschen vorher, aber okay. Ich gucke jetzt gar nicht mit Barbecue. Irgendwo war ja sowieso dort jemand, ne? Ja, genau. Das gefällt dir, Twitch-Streamer, hm? Das gefällt dir. Also dieser ist schon ein richtiger Toxic Survivor. Er will hier wohl ein bisschen angeben vor seinen tollen Viewern. Ob das aber jetzt so das Spiel ist, wo man angeben kann, ist natürlich die andere Frage. Das ist natürlich die andere Frage. Jetzt Moment mal, hier heilt sich gerade jemand. Möchte ich nicht machen. Hab ihm gehofft. Das ist jetzt übrigens das Perk Spione des Schattens. Ja, Twitcher. Hm? Hm?
Wir lassen ihn mal liegen. Leute, machen wir halt einfach mal eine gemütliche Runde. Eine ganz gemütliche Runde. So zum Start, ne? Tut mir leid, Tommy. Das dürfte aber der erste sein, der jetzt stirbt hier, wenn ich mich nicht irre. Jo, ist der erste. Sollen wir jetzt den Twitch-Streamer hier noch ein bisschen sluggen? Noch ein wenig die Chance geben? Könnten wir machen, damit der andere noch die Chance hat, hier hochzuheilen. Hallöchen. Wurde denn hier irgendein Gen überhaupt noch angefasst? Das mit den Disconnects momentan immer. Ich weiß ja nicht, was da los ist. Jo. Jo, jo, jo. Du warst hier und möchtest nicht dem helfen, oder wie? Was ist da los? Ach nö. Hättest du ihm doch geholfen, hm? Das ist natürlich die Frage. Hau ich sie jetzt um? Hau ich sie um? Ja, ist egal. Machen wir dem Ganzen ein Ende. Ist die Frage, ob ich den Twitch-Streamer hier nochmal finde. Das könnte das riesige Problem werden. Ach, okay. Er ist rausgegangen. Schön. Im Stream rauszugehen, ist, glaube ich, nicht unbedingt das Geilste. Das ist wohl nicht das Beste, Freunde. Würde ich nicht unbedingt öffentlich machen. Ja? Gerade weil ich ihn natürlich jetzt auch hier noch in der Aufnahme habe. Liebe Leute, ich hab's hier in der Aufnahme. Wenn wer Bock hat, ich reporte es nicht. Bin ich zu faul. Aber wenn wer Bock hat, gerne. Gerne, gerne. Ne? Okay. Dann haben wir hier auf jeden Fall unseren Pip bekommen. Das ist immer blöd hier. Mit Billy ist das Emblem eigentlich ziemlich blöd. Ne? Well played Noob, schreibt er hier. Thank you. Nein, ich schreibe einfach gar nichts, ne? Ich schreibe gar nichts, dieser. Wir lassen uns nicht triggern. Freunde, wenn es dir gefallen hat und ihr wollt, dass ich mal wieder ein paar mehr Killerrunden bringe, dann schreibt es mir natürlich in die Kommentare, lasst einen Like, da würde mich freuen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und eine traumhafte Nacht. Tschüss!